Jetzt sind wir aber sehr neugierig geworden auf diesen Marcel Koller Seifel. Dann lass uns den jetzt endlich einmal kommen. Majestät, Herr Koller ist Schweizer und als solcher mit der Monarchie nicht so auf du und du. Ja, was soll das heißen? Er hat leider abgesagt. Was? Jetzt sind wir ein bisschen traurig, Seifenstein. Das kann ich gut verstehen, weißt du. Weil wir verstehen, dass ein Trainer vor einer Europameisterschaft andere Sorgen hat, als zu einer Audienz zu kommen. Haben wir vielleicht irgendeinen Verwandten vom Koller? Irgendwas Kollerartiges? Wo wir kollabieren können? Das wird sich ausgehen, Majestät. Koller, Dagmar Koller. Majestät! Majestät, zuerst mal. Schau, das ist ein Knix. Das ist wunderschön. Ich darf das. Ups. Ich hab vor meinem Schuh so Angst. Wir haben schon verstanden, ja. Wir sollen aus dem Schuh auch saufen. Ja, ja, ja. Hinsetzen. Hinsetzen. Herr mit den Achsen. Ach nein, Majestät, bitte nicht. Der ist uralt. Das ist noch aus der anderen Generation. Sie wissen, daher tut sie sehr weh, Majestät. Wirklich weh, die Schuhe. Wirklich? Ja, und ich bin heute so nervös. Wieso das? Bitte. Brauchen Sie irgendwas zur Beruhigung? Seifenstein, haben wir was zur Beruhigung für die Koller? Ich denke, Majestät, vormärz. Jetzt, was, warum ist jetzt das Mikrofon da so störend? Wirklich? Das ist da im Popo irgendwo. Was ist das? Was macht der? Majestät! Bitte Hilfe! Wartens! nicht bewegen! Das wird jetzt ein bisschen wehtun. Majestät, Ihre Beine. Koller, bücken Sie sich! Jetzt fordert uns das Raumschiff Enterprise ein. And they go there where no man has come before. Und so, ja. Wenn Sie die ganze Zeit so mal dumm hupfen, ist kein Wunder, dass das Mikro aber fällt. Hinsetzen. Majestät, das sind Ihre nackten Beine. Ah, wirklich? Ja. Die sind ja nicht nackt. Na, aber diese Wadeln und das hier alles. Das? Da. Müssen wir mal Ihr Wadel sehen? Na gut, dann zeigen wir das Wadel mit der da. Bitte um Verzeihung, Majestät. Ja. Das war nicht beabsichtigt. Dann mal was zum Erfrischen. Oh. Ein Glas Wasser. Sehr aufmerksam, Majestät. Ja. Dankeschön. Prost, Koller. Freut uns, dass sie da ist. Prost. Dankeschön. Majestät, das ist ja ein Wahnsinn heute. Das ist richtig. Diese Aufregung. Ich meine, warum haben Sie noch keine Kaiserin an Ihrer Seite mit diesen Beinen? Weil wir nicht deppert sind. Aber Majestät. Reden wir über was anderes. Ja, als bitte. Also. Darf ich was fragen? Warum gibt es noch keine Prinzessinnen und Prinzen? Der Nachwuchs müsste jetzt endlich gefördert werden. Und Majestät, wenn schon diese nackten Beine, warum müssen eure Majestät immer noch diese verdammte Uniform anhaben? Machen Sie vorne ein bisschen auf, dann kommen diese Brusthaare heraus und eine Goldkette. Ah, wäre das was? Soll ich's öffnen? Seifenstein, ich brauche Ihre Unterstützung. Machen wir ein bisschen den Knopf da vorne. Nein, machen wir das lieber nicht. Ja? Setzen wir uns lieber hin. Majestät, euer Herr weiß ja, warum ich hier bin. Ja, ich vertrete heute unser Marcel Koller. Marcel Koller, ja, und ja. Er hat genau gewusst, dass dieses Art von Training genau unsere Burschen zur Weltmeisterschaft bringen und sie werden gewinnen.
Europameisterschaft, aber ist wurscht. Wir reden hier sicher nicht rein, sonst hätte ich einen Seifenstein. Majestät, das war der erklärte Wunsch, Eurer Majestät. Das war nicht unser Wunsch, dass Sie die auf uns losketzen. Majestät, wir wollten nicht haben, der Koller heißt. Majestät, Sie werden doch nicht Angst haben. Nein! Nein, aber wir haben keine Angst. Seifenstein, Majestät, schicken Sie irgendjemanden als Prellbock zwischen die Koller. Irgendjemanden, wo es wurscht ist, wenn man verlieren. Majestät, ich hatte rein zufällig die österreichische Fußballnationalmannschaft draußen. Nein, sind Sie wahnsinnig? Die könnten verletzt werden von der Koller. Seifenstein, hol Sie Toni Polster, bevor wir verletzt werden. Zu Befehl, Majestät. Toni Polster. Du wolltest den Koller haben, da hast du was. Mein Gewinner. Ja, Koller. Er hat gedacht. Den kannst du auch rausziehen, das ist ja kein Problem. Ich wünsche mir, dass das offen ist. Es ist ja eine neue Zeit angetreten. Ihr müsst die Krawatte nicht mehr tragen. Ihr dürft wirklich jetzt endlich frei sein. Und unsere Majestät sitzt immer noch. Ich mach's jetzt. Polster! Ja? Schütze seinen Kaiser! Schmeiß dich dazwischen, Toni! Dagmar! Du bist ja schwer für Rasierklingen! Oh, nein! Sitz dich nieder! Sitz dich nieder! So, hört ihr zu? Sag mal, bitte. Ja, Grafen. Majestät, wenn ich vielleicht erinnern darf, wir wollten Frau Koller laden, um über Fußball zu sprechen, über Fußballtrainingsmethoden und selbige an Fußballern zur Anwendung bringen. Probiert's das einmal mit der sich Klugscheißer! Jetzt sehe ich die Beine ganz nie. Aber, nein, Majestät, ehrlich, wollen Sie nicht wissen, was der Marcel zu mir gesagt hat? Nein! Er hat zu mir gesagt, trainier meine Burschen ein bisschen graziös und ein bisschen so. Und ich habe das alles heute noch zu Hause ausprobiert. Aber ein bisschen. Zeigst du es dem Polster. Polster, hierher! So, trainieren's. Der war eh Dancing Star, der kann das. So. Ich traue mich ja, die Schuhe nicht auszuziehen, doch, weil dann kommt er wieder auf die Idee und trinkt da draus aus meinen altgemachten Schuhen. Also, Polster, wir setzen uns jetzt mal erste Position hin. Setzen? Du auch, ja. Ich will ja zeigen, was die Burschen da draußen ausprobieren. Das ist wirklich wichtig. Also gehen wir langsam ins Plié. Runter, aber ganz mit geradem Rücken. Schau. Ganz gerad. Nicht so. Ganz gerade. Herr Polster, Sie sitzen jetzt nicht am WC, gell? Und jetzt rauf. Und das 20 Mal. Da bringt die solche Beine, wie jetzt der Kaiser hat. Ja. Aber das braucht zum Glück keiner. Aha. Deswegen dürfen Sie sich zurückziehen. Nein, und auch einmal ein bisschen brav sein. Er muss was mit mir machen. Dann muss er das Bein so ins Plié raufziehen. Hoppala, ins wohin? Das ist der Wodka. Daher. Ja. Und dann muss er nach hinten machen. Ja. Und dann eine schöne Drehung und stehen. Und das, der Ball geht ins Tor, ich schwör's euch. Punkt, mach. So einfach ist es. Ja? Ja! Wunderschön. So, Marcel, ich hoffe, ich habe dir keine Schande gemacht. Nein, es war perfekt. Es war so perfekt, dass wir sagen, sie darf sich zurückziehen, aber sie muss auch einmal ein bisschen. Nein! Ich habe sowieso 8 andere Termine. Andere Termine? Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Küss die Hand. Polster.